Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des durstigen, meine lieben durstigen Freunde des Biergenusses. Ich habe heute was Besonderes, was gar nicht so einfach zu bekommen war. Also es war für mich schon einfach, aber ursprünglich wohl doch etwas schwieriger. Und zwar von meinem lieben Freund Gerhard, unser Präsident von der Alcoholic Front, zu dessen Ehren ich auch aus unserem Ehrenglas es jetzt genießen werde. Ich weiß selber nicht mehr, wo er es her hatte, müsste ich jetzt noch mal fragen. Auf jeden Fall kommt es ursprünglich aus Bayern und zwar heißt es Kuchelbauer Weiße, ein feines naturtrübes Hefeweizen aus dem Hopfenland Hallertau. Das hat auch Preise gewonnen, also das ist wirklich was sehr, sehr Gutes. Kuchelbauers Bierwelt, es ist eines der ältesten auch. Die haben ein 100-Wasser, so eine Art 100-Wasser-Architekturprojekt auch gemacht, das könnt ihr hier sehen, ne? Das kann man besichtigen, also da kann man hinfahren. Das ist ja in Kuchelbau, ja. Abensberg, Brauerei zum Kuchelberger in 93326 Abensberg. Die bieten auch Führungen an. Das macht ja eigentlich fast jede größere Brauer oder auch kleinere Brauerei mittlerweile. So, ich habe es schon getrunken und weiß, dass es hervorragend schmeckt. Ich möchte es jetzt trotzdem noch mal gerne euch präsentieren. Das ist das Hauptbier heute. Das mache ich jetzt an dem herrlichen Donner. Naja, gut, so herrlich ist er nicht. Auf jeden Fall Donnerstagnachmittag. Es regnet ein bisschen, es ist regnerisch und auch es ist schon frischer geworden jetzt. Also mit kurzärmlich ist jetzt nichts mehr. Und ja, es geht auch im Wind. Also es ist nie kein so tolles Wetter. Ich mache es trotzdem, ich ziehe das trotzdem durch den ganzen Winter über, weil ich habe jetzt es einfach traditionell so angefangen, so wie der Olli Gimbert da seine Witze immer aus dem Auto erzählt. So mache ich meine Bier-Tastings auf dem Balkon. Habt ihr ja gesehen, das habe ich auch schon nachts im Dunkeln gemacht oder so. Ne? Das ist nicht, dass ich irgendwie Hemmungen hätte, euch auch mein Wohnzimmer zu präsentieren oder so. Das ist einfach nur, weil ich finde, jeder YouTuber hat so seinen Stil, so seinen Style. Und das ist halt meiner. Meine Bier-Tastings finden immer auf dem Balkon statt. Vielleicht mache ich irgendwann zum Spaß auch mal was anderes, dass ich zum Beispiel mal im Auto, also selbstverständlich, wenn ich dann daheim angekommen bin, in der Tiefgarage stehe, dass ich dann da mal zum Spaß ein Tasting mache oder halt mal auch mal bei mir im Wohnzimmer. Das habe ich mir alles auch schon überlegt. Aber es soll zumindest beim das der normale Standard soll halt sein, dass es auf dem Balkon ist. Also jetzt mal auf euer aller Wohl. Wunderschön, das Wetter ist da nicht so schön, aber ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Prost! Ein ganz, ganz hervorragendes. Auch eher ins Zitrusmäßige. Von dem her erinnert es dann eher wieder ans Höpfner als wie das Paulaner, was mir ins Banane ging, was ich ja auch schon mal präsentiert habe. Was das? Doch, das war. Oder Schöfferhofer, ich komme jetzt schon durcheinander. Nee, es hat auf jeden Fall eine sehr spritzige Zitrusaroma und es ist unheimlich intensiv. Also es ist wirklich, es lohnt sich, wenn er wirklich da dran kommt. Ich weiß nicht mehr, wo man es hier kaufen kann. Wenn ich es rauskriege noch, dann werde ich das dann nochmal in die Kommentare schreiben und dann anpinnen, dass ihr das also als erster Beitrag dann gleich immer seht. Ich finde euch das raus, wo der Gerd das her hatte, weil das, wie gesagt, in den Läden im Umkreis hier, glaube ich, das gibt es nicht. Aber es kann ja auch nicht sein, dass man dafür nach Ahlensberg oder was weiß ich fahren muss. Also, das wird es schon irgendwo geben. Also, es ist ganz, ganz hervorragend. An der Stelle möchte ich halt alle nochmal grüßen von der AF, auch vor allem die am Donnerstag am Stammtisch waren. Mein lieber Gerhard, der Heiko. Der Uwe, der immer so strack ist und es trotzdem irgendwie noch schafft, mit dem Fahrrad, ohne sich aufs Maul zu legen, nach Hause zu fahren. Das ist also legendär. Dann natürlich, wer war noch dabei? Es waren gar nicht so viele diesmal, gell? Der Armin kam mir gerade entgegen. Als ich gekommen bin, ist der gerade schon gegangen. Dann, ja, natürlich der Uli, den muss ich auch noch grüßen, genau. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Ne, ich habe sie eigentlich nicht alle. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, also ich wünsche euch, wie gesagt, jetzt schon mal ein schönes Wochenende alle, weil ich werde keine Zeit haben für ein Video am Wochenende, deswegen mache ich es ja jetzt. Wenn überhaupt dann Sonntag, aber eher unwahrscheinlich, weil ich bin am Freitag
zur Sauna verabredet und am Samstag fürs Fitnessstudio und anschließend zum Essen. Das heißt, wenn ich da Zeit und Muße habe, am Sonntag, Sonntagnachmittag ein Video zu machen, dann werde ich noch eins machen. Also Biersorten habe ich noch genug, daran mangelt es nicht. Mir mangelt es da meistens dann eher an der Zeit, ne? Vor allem, weil ich das ja auch immer so timen muss, dass ich danach nichts mehr Wichtiges zu erledigen haben darf. Ne? Also nichts mehr, wo ich dann wegfahren muss mit dem Auto noch und so. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich hier auf dem Balkon anfange zu trinken, bin ich praktisch hier gefangen. Ne? Ich kann da nur noch mit dem Mund halt rausgehen und das sind halt auch immer Sachen, die ja noch mit dazukommen. Dass man das ja entsprechend timen muss, wenn man diese Videos ja macht. Ne? Gut, ja, man könnte theoretisch auch morgen sich hinsetzen und ein Bier trinken. Dann kann ich immer noch fahren, aber meistens ist es ja dann so, dass es nicht dabei bleibt. Wenn man dann erstmal sitzt, dann hat man ja auch Lust, noch ein zweites zu trinken. Vielleicht noch ein drittes sogar. Das werde ich mir übrigens jetzt auch gleich noch machen. Weil ich nicht mehr sicher bin, ob ich schon eins gemacht habe. Ich habe ja so arg, dass... jetzt muss ich das erstmal austrinken. Auf euer Wohl, ich habe nämlich Durst. Aber das muss ich genießen. Das ist nicht so zum Runterleeren. Und schön langsam den Schlund runtergleiten. Wunderbar. Und damit das Video jetzt nicht so lang wird, mache ich das jetzt hier kürzer. Ich werde es nur kurz annippen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da das schon erwähnt habe. Aber ich habe so viel... das Indian Pale Ale gelobt von Hatz, das Bier des vorherigen Monats. Danach kam mir die Rote Eiche. Dass ich nicht mehr wusste, ob ich euch das schon gezeigt habe. Das gab es nämlich auch in Rewe und gibt es, glaube ich, noch. Das Intense Pure Awesome, ne, ein Wortspiel, damit sie das IPA so abkürzen auch können, von Meisel & Friends. Das ist also auch ein Indian Pale Ale. Und das ist auch wirklich hervorragend. Meiner Meinung nach ist das Hatz ein Tick besser, aber das hier ist auch, also wirklich auch ein sehr gutes, und das ist auch vom Preis ungefähr gleich. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen günstiger. Das hat zwar, glaube ich, mit 6,48 oder 6,49 zu Buche geschlagen für 6,033 Flaschen, und das hier schlägt mit 5,99, also einen halben Euro gespart für das 6er Pack. Aber ich finde, Geld sollte eigentlich, wenn es nicht zu extrem ist, keine Rolle spielen bei Bier. Ne, ich meine, wir reden jetzt ja hier nicht von Bieren, die wie Weine dann da plötzlich Hunderte von Euros kosten, wenn sie 30 Jahre alt sind. Das gibt es ja eigentlich bei Bier nicht, sowas. Klar, es gibt so spezielle Sorten, die der Vogel auch einmal pro Jahr macht, mit Champagnerhefe gereift und so. Da kostet dann eine 0,75 Flasche 12, 13 Euro. Aber das war es dann auch schon. Also du kannst es ja nicht ins Unermessliche steigern, weil eben Bier auch nicht so lange haltbar ist. Ne, also das finde ich hier schon auch eine sehr interessante Sache hier. Boah, das habe ich schön hingekriegt. Guck mal, das ist so eine Traumschaumkrone. Hä? Das müsste man erst einmal nachmachen. Das können wir auch mal als Challenge machen. Wer gießt schöner Bier ein? Also ich finde, das ist mir hier sehr gut gelungen. Ne? Perfekt. Auf euer Wohl. Das ist natürlich auch was Tolles nach so einem eher zitrusmäßigen Hefeweizen, dann noch so ein fruchtiges IPA hinterher zu schieben, was dann schon mehr so ins orangige, ananasige reingeht. Also das ist unheimlich viel exotischere Früchte noch dann. Ich finde es also ganz, ganz toll, dass die Geschmacksnuance, die sich da im Mund bildet, ist also, aber müsst ihr selber probieren. Wie gesagt, ich wollte es nur noch mal präsentieren, einfach für den Fall, dass ich es noch nicht, weil ich glaube, ich habe es noch nicht präsentiert gehabt. Das ist also auf jeden Fall auch definitiv empfehlenswert. Intense Pure Awesomes IPA von Meisel & Friends. Jetzt, wie gesagt, nochmal ein schönes Wochenende an alle. Grüße habe ich auch schon ausgerichtet, die ich ausrichten wollte. Aber natürlich dürfen sich alle anderen auch gegrüßt freuen. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Den Schnaps-Test, genau. Das mache ich doch am Sonntag. Versuche ich dann doch ein Video zu machen. Ich verspreche es euch noch nicht, aber ich versuche es, dass ich es hinbekomme. Dann mache ich noch ein kleines, dann stelle ich eine Biersorte vor und dann gibt es ein klassisches Herrengedeck. Ein Bier und ein Schnaps. So, jetzt bleiben wir unter 10 Minuten. Alles Gute und bis Sonntag. Tschüss, Jungs. Super Sache.